super leckeres Schweinefilet, glasiert mit ein wenig Staudensellerie und Orange. Ich bin die Celia aus der La Cucina Kochschule Hamburg und zeige euch jetzt, wie das leckere Gericht funktioniert. Wir benötigen folgende Zutaten. Hier habe ich einmal zwei Schweinefiletköpfe, ein Staudensellerie, natürlich ein wenig Salz und Pfeffer zum Würzen, zwei Bio-Orangen, ungefähr 100 Gramm Kumquats, dann ein wenig Gemüsebrühe, ein wenig Sonnenblumenöl zum Anbraten, 3 Esslöffel Honig und 4 Esslöffel Sojasauce. Unser Schweinefilet ist schon pariert, das heißt, es wurde schon von Fett und Sehnen befreit. Das heißt, ich muss damit nichts mehr machen. Und jetzt machen wir für unser Schwein eine kleine Marinade. Und dafür nehme ich mir jetzt unsere Sojasauce und unseren Honig und verrühre das Ganze gut. Dann nehmen wir uns die Schale unserer Bio-Orange und reiben die hier einmal rein. Wichtig, wenn ihr die Schale von Früchten benutzt, nehmt immer Biofrüchte, also ungespritzt, und wascht das Ganze trotzdem noch einmal richtig schön heiß ab, damit, ja, man weiß ja nicht, wer die alles angefasst hat, ne? So, die Orangen behalten wir natürlich, weil da werden wir uns nachher Orangenfilets noch draus schneiden. Und natürlich vergesst auch nicht, was hier hinten in der Reibe ist. Da hängt manchmal ein bisschen viel fest. Und jetzt würzen wir das Ganze mit Pfeffer. Salz müssen wir jetzt nicht mehr dazu geben. Wir haben ja schon die Sojasauce, die salzig ist. Aber wir geben hier ordentlich Pfeffer rein. Das Ganze verrühren wir einmal. Und nachher schmeckt unser Schweinefilet dann richtig schön fruchtig, süßlich, säuerlich. Das wird eine ganz leckere Sache werden. So, und jetzt gebe ich unser Schweinefilet hier rein und lasse das für eine gute Stunde hier drin marinieren. Ich werde es zwischendurch einmal auch wenden. Und in der Zeit kann ich jetzt schon mal das Gemüse schneiden und die Vorbereitung machen. Und das zeige ich euch jetzt. Wir kümmern uns zunächst um unseren Staudensellerie. Den schneiden wir uns jetzt einfach in Scheiben. Ganz einfach. Hab schon ein bisschen unten abgeschnitten, ein bisschen oben abgeschnitten. Und jetzt machen wir uns hier einfach schöne Scheiben. Das Grün bewahre ich mir auf und das benutzen wir nachher zur Deko. Und den Rest schneide ich jetzt klein. Unser Staudensellerie ist jetzt klein geschnitten und jetzt schneiden wir unsere Kumquats. Kumquats werden auch Zwergorangen genannt. Und ich schneide im Endeffekt nur hier einmal dieses obere Stückchen ab und schneide den Rest einfach in Scheiben. Das Schöne ist, die Kumquats könnt ihr mit Schale essen und die haben ein leicht fruchtiges, bitteres Aroma. Beim Schneiden, wenn jetzt hier die Kerne rauskommen, die packe ich mir einmal beiseite und alles Geschnittene kommt erstmal hier beiseite. Und zu guter Letzt filetieren wir nochmal unsere Orangen. Dafür schneidet ihr oben den Deckel und den Boden einmal ab und fahrt mit dem Messer an der Seite lang und schneidet so einmal alles Weiße und die Schale ab. Und gleich werden wir die einzelnen Segmente raustrennen. Dass man halt nicht, weil gerade das Weiße von der Orange hat viele Bitterstoffe. Das wollen wir hier nicht haben. Wir wollen wirklich nur die schönen Filets haben. Und dann nehmen wir uns die Orange. Und ihr seht hier diese einzelnen Segmente. Und da fahren wir jetzt einfach einmal rein und lösen das Ganze aus. Und den Saft presse ich mir auch hier gleich rein. Den Saft möchte ich mir aufbewahren. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr als Beilage zu diesem leckeren Schweinefilet essen würdet. Also ich finde zum Beispiel Reis würde sehr gut dazu passen. Ja, oder vielleicht auch so Bratnudeln. Also da gibt es ja, es geht ja leicht in die asiatische Richtung durch die Sojasauce. So, jetzt presse ich hier noch den Saft rein. Und das mache ich jetzt auch noch mit der zweiten Orange. Alle unsere Komponenten sind jetzt geschnitten und unser Schweinefilet durfte eine Stunde im Kühlschrank ein wenig marinieren. Wir hatten zwischendurch noch eine kleine Kaffeepause. So, jetzt heize ich mir die Pfanne vor
Da könnt ihr ruhig so auf das obere Drittel der Stärke. Wir wollen das Fleisch einmal scharf anbraten und werden dann mit der Temperatur wieder runtergehen. Da gebe ich jetzt ein wenig Sonnenblumenöl in die Pfanne. Und unser Schweinefilet tropfe ich jetzt ein wenig ab. Das heißt, ich habe hier jetzt ein wenig Küchencrepe und da tropfe ich das jetzt einmal kurz ab, weil einfach, wenn ihr nasses Fleisch in die Pfanne gebt, wird euch das sehr doll spritzen. Und das wollen wir nicht. Die Soße schmeißen wir nicht weg. Unser Schweinefilet braten wir jetzt von allen Seiten einmal richtig scharf an. So, unser Fleisch schieben wir jetzt einmal an den Rand der Pfanne und geben jetzt unseren Staudensellerie dazu. Und den Staudensellerie braten wir jetzt einmal ein bisschen an. Wenn der Staudensellerie dann ein wenig Farbe bekommen hat, geben wir jetzt unsere Kumquats dazu. Wir würzen das Ganze leicht mit ein wenig Pfeffer und ein ganz kleines bisschen Salz. Das sah mehr aus, als es ist. So, jetzt können wir unser Schweinefilet wieder etwas mittiger in die Pfanne geben. Und jetzt gießen wir das Ganze mit unserer Marinade. Und unserer Gemüsebrühe auf. Ich verwende hier ungefähr 150 ml Gemüsebrühe. Das Ganze lassen wir jetzt für gute 10 Minütchen köcheln und zwischendurch wende ich immer mal das Schweinefilet. So, unser Schwein hat jetzt für gute 6-7 Minuten ist das hier schon am Köcheln und ihr seht, die Soße reduziert langsam. Und was ich beim Kochen immer mal mache, ist, ich nehme hier von dem Sud und mariniere unser Schwein damit. Das heißt, ich gebe immer etwas von hier, wende das zwischendurch und jetzt braucht das nochmal so gute 5 Minütchen und dann können wir schon gleich probieren. Also immer ein wenig glasieren das Ganze. Immer von unserem schönen Sud und ihr seht, der fängt langsam an einzudicken. Das Süßchen und das ist genau das, was wir haben wollen. Und jetzt gehe ich mit der Temperatur auch ein wenig runter, auf ungefähr die Hälfte meiner Herdstärke. Unser Süßchen ist jetzt richtig schön eingekocht. Unser Schweinefilet ist schön medium. Und jetzt geben wir zu guter Letzt noch unsere frischen Orangenspalten dazu und lassen das Ganze nur einmal ganz kurz erwärmen. Wir wollen nicht, dass die Orangen zerfallen, sondern das Ganze soll ein bisschen warm werden. Und während das Ganze hier jetzt einmal erwärmt, probiere ich mal, ob das denn auch lecker ist. So, ich probiere jetzt einmal den Sud, damit ich weiß, ob ich noch ein bisschen Salz oder Pfeffer dazu geben soll. Also es ist richtig schön orangig. Tatsächlich, für mich persönlich kann noch ein bisschen Salz dazu. Das heißt, ich gebe jetzt noch mal ein klein wenig Salz darauf. Das Ganze koche ich jetzt einmal auf und dann richten wir zusammen den Teller an. So, jetzt schauen wir uns mal unser Schweinefilet an. Also, schaut mal, wie schön hier unser Süßchen geworden ist. Das ist richtig schön sämig. Unser Staudensellerie ist ein wenig eingekocht, aber trotzdem noch knackig. Und die Kumquats schwimmen hier auch drin. So, jetzt machen wir uns hier mal einen schönen Teller. Also das Schweinefilet ist richtig schön saftig, das sieht man hier, überhaupt nicht trocken.
Und jetzt geben wir von unseren Kumquats und unserem Staudensellerie hier ein wenig dazu. Hier ein, zwei schöne Orangenfilets. Und ich finde so die Kombination Orange und Schwein ist wirklich sehr lecker. So, ein wenig von unserem Sud. Dann können wir hier von unserem Selleriegrün ein kleines bisschen zur Deko. Und fertig ist unser Gericht. Zum Probieren habe ich mir jetzt den Andreas an meine Seite geholt. Andreas, ich habe heute ein leckeres glasiertes Schweinefilet mit Orangen, bisschen Kumquat und Staudensellerie gemacht. Wollen wir probieren? Ich habe schon mal Messer und Gabel hier. Und wie hast du das Fleisch denn jetzt gemacht? Alles auf Niedertemperatur? Nee, tatsächlich alles in der Pfanne. Also modern würde man das, glaube ich, ein One-Pot-Gericht nennen. Mhm. Aber wenn du sehen willst, wie das funktioniert hat, guck dir einfach mal ein Video an. Ist doch klar, oder? Sehr schön, oder? Super lecker. Auch die Beilagen rundet das Ganze schön mit ab, oder? Genau. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zum Beispiel als Beilage zu diesem leckeren Schweinefilet essen würdet. Was würdest du denn empfehlen, Andreas? Schöne Kroketten. Kroketten. Ich glaube, auch ein bisschen Reis würde ganz gut passen. Mhm. Ich habe ein bisschen Sojasauce. Es geht so ganz leicht in die asiatische Richtung. Mhm. Also esst dazu, was euch persönlich natürlich gerne schmeckt. Aber schreibt es mir in die Kommentare. Da würde ich mich sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne kostenfrei unseren Kanal. Folgt uns auf Instagram und Facebook. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss! Tschüss.